Seid mir grüßt, meine Pokéfreunde, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Heute haben wir wieder eine weitere Box aus dem Karmesin Purpur Base Set dabei. Und zwar die nächste Top-Trainer-Box mit Miraidon. Die lilane, die ich optisch ein bisschen schöner finde, auch wenn ich Koraidon lieber mag. Wir schauen auf jeden Fall mal in das gute Stück rein. Analog zur Top-Trainer-Box mit Koraidon drauf haben wir auch hier wieder ein Informationsheft für Spieler. Dort haben wir diesmal Miraidon drauf in der lilanen Optik, finde ich ziemlich cool. Ich gehe da jetzt nicht wirklich drauf ein, ihr kennt das ja, hier sind die ganzen Karten einmal drin, die es im Set gibt. Informationen, wie man mit den Karten zusammen spielen kann, etc., etc. Ich denke mal, die meisten werden das Heft selbst haben. Ansonsten, im letzten Video, wenn man es einmal durchgeblättert, könnt ihr gerne durchgucken. Ist das gleiche, nur halt in lila. Gut, die Top-Trainer-Box an sich ist sehr cool. Wir haben hier einmal diese lilane Optik mit dem goldenen Rahmen Miraidon. Vorne nochmal den Kopf als Porträtaufnahme in groß. Auf der anderen Seite das gleiche. Und ich denke mal, hier ist das Pokémon Trading Card Game Logo in Gold darauf. Genau. Die Boxen, die immer sehr cool zum Verstauen von Pokémon-Karten, empfiehlt sich auf jeden Fall, die zu holen. Ansonsten auch Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir hier ein ganz gutes eigentlich, was so die Booster und der Inhalt betrifft. Die Top-Trainer-Boxen wurden ja ein bisschen aufgewertet. Dazu kommen wir gleich. Wir haben auf jeden Fall die neuen Verbrennungs- und Giftmarken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die cool finde. Auf jeden Fall was anderes. Wir hatten ja jetzt zuletzt die ziemlich lange. Dann haben wir ein Päckchen mit Energiekarten. Angepasst an den neuen Zyklus. Finde ich tatsächlich optisch nicht so schön wie die alten. Mir ist da zu viel Text drauf. Dann die Würfel. Wie vermutet, haben wir hier einen lilanen Würfel und die Schadenswürfel sehen weiterhin sehr Mopex-lastig aus von der Farbe. Von der Farbgebung, sag ich mal. Ein Code, der es im Online-TCG freischaltet. Dann haben wir die Kartentrenner, die man halt nehmen kann, um verschiedene Sets oder Karten abzutrennen in den Boxen voneinander. Auch sehr schön, mag ich gerne. Dann die Sleeves. Oh, die finde ich eigentlich auch optisch ganz schön, auch wenn ich das Pokémon nicht so gerne mag. Aber die Sleeves an sich, von den Farben her, sehr nice. Box ist leer. Aber was noch fehlt, ist natürlich die Promokarte, die wir hier haben. Und zwar haben wir ein wunderschönes Miraidon in einer Illustrationskarte. Komplett mit einem großen Full Artwork. Sehr nice. Bisschen gebogen. Ist halt der Verstauung in den Boxen manchmal geschuldet. Aber nicht so schlimm. Nehme ich gerne trotzdem mit. Und dann natürlich erstmal ganz wichtig, die Full Art Karte ist neu. Es gab es vorhin in normalen Sets nicht. Es gab vorhin in den Sondersets Full Art Karten, also Promokarten. Hier jetzt auch in den normalen Boxen. Genauso wie die Anzahl der Booster jetzt auf 9 erhöht wurde. Wir haben hier 3, 6, 9 Booster. Ziemlich nice. Allerdings ist das natürlich geschuldet der Tatsache, dass auch die Preise leicht erhöht wurden. Nichtsdestotrotz sind die Top-Trainer-Boxen immer eine gute Sache, um Booster zu holen, denke ich. Und auch um sich ein bisschen mit Stuff einzudecken zum Spielen. So, erster Booster für heute. Eine nach vorne nur ist der Kartentrick, ganz wichtig. Nicht mehr 4. Und wir starten rein mit einer Wasserenergie. Dann haben wir das wunderschöne Olini. Ein sehr schönes Artwork. Ich mag das Pokémon sehr gerne, weil ich auch Oliven einfach unglaublich liebe. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ist eure Meinung zu Oliven. Dann haben wir Schlickter. Gruff. Dann haben wir Mobtief. Den Hyperball. Psiopatra, den Psychovogel mit Augenkraft und Psychokinese. Dann haben wir den guten Pepper. Olini als Weavers, nice, nehme ich auch gerne mit. Das Weavers Foil ist mega nice. Wie findet ihr das Weavers Foil aus dem neuen Set? Ich finde das richtig gut. Also das wird uns wahrscheinlich den Zyklus über begleiten, also sehr schönes Weavers Foil jetzt. Dann haben wir den Schmetterhammer als Weavers und die erste Rare ist ein Friedwurf in Holo. An der Stelle sage ich gerne das, was viele wahrscheinlich eh schon wissen, aber vielleicht noch jemand da es nicht weiß. Holo-Karten gibt es jetzt immer auf dem Rare-Slot und es gibt halt zwei Weavers-Slots. Genau, deswegen hat man zwei Weavers-Karten drin. Eine weitere Neuerung in diesem Set. So, nächster Booster. Ganz nebenbei bemerkt, sonst sich da hinten eine Katze in der Sonne. Sehr süß. Aber wir kommen zum nächsten Booster. Neuen Booster haben wir hier. So eine Regel kann man da schon 3 Hits erwarten, glaube ich. Mal gucken, wie wir heute rausgehen. 3 Hits heißt also 3 EX oder Illustrationskarten aufwärts. Psychoenergie, dann haben wir Schuppet. Zwiebs. Oh, wie süß. Zwiebs ist ein cooles Pokémon. Olini. Rasaf. Ein Orvati, auch ein schönes Artwork. Eknirips. Mische deine Handkarten in dein Deck. Ziehe anschließend 5 Karten. Okay. Hytera, Koraidon Weavers. Okay, das ist ein Hit, den man gerne mitnimmt, oder? Ein Koraidon als Weavers. Auch das Weavers Foil, sehr nice. Dann haben wir Barmelin, das Wasser-Pokémon. Und wir haben ein Arcani EX. Nice, in Terra-kristallisierter Form. Das sind quasi die Äquivalente zu den Faustar und VMAX-Pokémon. Sehr cool. Hat auch Struktur. Finde ich sehr cooles Artwork. Das hat auf jeden Fall was. And the next one. Booster Nummer 3. Ich zeige euch mal einen Code rein. Viel Spaß mit dem Code. Wenn ihr was Gutes zieht, schreibt es gerne in die Kommentare. Feuerenergie, sag ich mal. Es ist eine Kampfenergie. Okay. Wir gehen weiter mit Puponcho.
Da haben wir Mediti, die Energiesuche, Slimer, Notuska, Noctuska, so. Mesalona City, Eindrift Zeppeli, Hundusta Reverse, auch ein Pokémon, ich sehr gerne mag. Auch hier das Reverse voll sehr nice. Staraptor, auch cool. Und die Rare ist ein Bylonder in Holo. Wenn ich euch hier jetzt die Preise einblende von den Hits, also von den EX-Karten aufwärts, nehmt die nicht zu ernst. Im Moment sind die Preise auf Kartenmarke natürlich, weil das Set noch ziemlich hoch neu ist, noch ziemlich hoch. Das wird sich noch einpendeln. Ist immer so in den ersten ein, zwei Wochen, dass die Preise recht hoch sind. Ich denke mal, das ist eine Wasserenergie. Genau, das wird sich noch einpendeln. Deswegen kann man auch noch nicht so hundertprozentig Wert drauf geben. Generell gilt, wenn ihr Karten vom Set kaufen wollt, wartet ein bisschen, kauft sie nicht direkt. Am Anfang sind die Preise immer recht hoch. Das pendelt sich halt mit der Zeit erst ein meistens. Gibt natürlich auch mal Ausreißerkarten, die anfangs ein bisschen billiger sind und nachher erst hochgehen. Das weiß man halt auch nie. Tarundel, Chevrom als Reverse und ein Krimanzo in Holo mit Abfeuern und Flammenkanone. Booster Nummer 5. Ja, was ich gerne noch erzählen wollte ist, wir haben natürlich auch wieder die Community-Displays geplant. Das heißt, ein paar Leute und ich kaufen zusammen Displays und ich öffne die dann für diese Leute. Da könnt ihr natürlich gerne auch mal reinschauen. Zum Beispiel am Montag ist wieder so ein Stream, wo wir zwei dieser Displays öffnen. Und ich denke mal, es ist eine Wasserenergie. Stahl. Es ist nie Wasser. Warum sollte das Wasser sein? Tuska, Garnovil, Voltilam. Die ersten beiden Streams waren auch schon. Könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Es ist wie immer eine sehr schöne Aktion. Oh, Mimi. Da ist ja die Full Art und die alternative Karte sehr beliebt. Was kann die überhaupt? Mische bis zu 5 Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Wenn du auf diese Weise mindestens eine Karte in dein Deck gemischt hast, ziehe 3 Karten. Oh, das ist ein starker Draw Support, oder? Lucario, sehr cooles Artwork. Pooponcho als Reverse. Dann haben wir den EP-Teiler als Reverse und wir haben einen Knattertox als Holo. Ja, bis jetzt die Ausbeute noch ausbaufähig. Eine X-Karte ist noch ein bisschen wenig, da geht noch was. Grundsätzlich bin ich noch unschlüssig, ob ich es gut finde, dass die Karten jetzt anders aussehen. Bin da ganz ehrlich, ich tue mich da noch schwer. Vielleicht ist auch die Gewohnheit, ich weiß es nicht. Jetzt ist es bestimmt eine Elektroenergie. Wieder Kampf. Kampf haben wir ziemlich oft. Dann haben wir Driftlon. Elori, auch ein super sweetes Artwork. Blattutu. Vipites. Bagrunz. Krippuk. Der gute alte Hyperball, Carpador Reverse, das muss natürlich auch in jedem ersten Set sein. Aber es gibt ja auch einen Gyarados, daher brauchen wir Carpador, weil die normalen X-Karten und auch die Telekristallisierten brauchen halt ein Basis-Pokémon. Driftlon und ein Klavion in Holo. Das ist an der Stelle vielleicht auch eine interessante Information, dass wir, anders als damals bei den V- und X-Karten, brauchten die EX-Karten immer noch ein Basis-Pokémon. Die V-Karten und die GX-Karten zählten ja damals als Basis-Pokémon, deswegen konnte man die direkt spielen. Wasser. Ah, Unlicht. Okay. Cesurio, ein Riolu, Chevrom, Purmel, der Steinbrustpanzer, Poloval, Rüpel vom Teamstar, Salanga, Carpels Reverse und die Rare ist ein Heereshai in Holo. Okay, ich fühle, wir brauchen ein bisschen Energie, also kriegt mir positive Pull-Energie, streckt die Hände zum Bildschirm und schickt mir eure Energie. Ich hoffe, dass jetzt was Gutes rauskommt. Ich heize das Karma an mit einem weiteren Code. Viel Spaß mit diesem Code. Und ich guess, es ist jetzt eine Elektroenergie. Okay, es ist eine Elektroenergie. Das kann doch nur gut werden, oder? Hundusta. Planival. Carpador. Magnetilo. Ziopatra. Der Jude Pepper. Notuska. Noctuska. Toxel Reverse. Traumato Reverse. Das heißt hier auch keine Illustrationskarte. Und ein Servol in Holo. Oh Gott. Ihr habt mir noch nicht genug Energie geschickt, glaube ich. Okay, letzter Booster. Booster Nummer 9. Ist das wirklich eine traurige Box oder kann der Booster nochmal irgendwas rausholen? Ich meine, theoretisch wären 2 Hits möglich und auch sehr wünschenswert. Wir gehen rein mit, na, ich sag mal Wasser. Oh, es ist Wasser, schon wieder richtig gegäst. Toupet, da haben wir ein wunderschönes Filori nochmal. Hundbooster, Driftlon, Sengo, der Knirps, Vartichild im Wald, Glibunkel Weavers, Hefel Weavers, das heißt keine Illustrationskarte, aber... Oh Gott, ein Gladimperio. Damit haben wir es jetzt amtlich. Diese Box war definitiv eine sehr, sehr traurige Box. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, was wir gezogen haben. Wir haben Gladimperio in Holo, Servol Holo, Heereshai in Holo, Klavion Holo, Knattertox in Holo, Krimanzo, Bylonder und Friedwurf in Holo, sprich 8 Holo-Karten. Ich hätte lieber weniger gehabt. Und wir haben als Hit des Tages ein Arcani EX. Sehr schöne Karte. Normalerweise würde ich an der Stelle ja sagen, stimmt mal ab, was eure Lieblingskarte ist. Aber ihr könnt ja mal sagen, ihr könnt ja mal abstimmen, was eure Lieblings-Holo-Karte ist. Guckt euch gerne nochmal an. Stimmt gerne mal ab. Ich gucke mal in der Zeit auch, was ich cool finde. Ich finde tatsächlich... Ich glaube, ich finde Krimanzo am coolsten. Könnt ihr ja mal in den Kommentar schreiben, was ihr am coolsten findet.
Und dann würde ich sagen, denkt dran, Montag 20.30 Uhr gibt es den nächsten Community Display Opening Stream. Da könnt ihr gerne reinschauen. Wir öffnen ein Display, also zwei Displays und haben Spaß zusammen. Und dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn nicht, gerne konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Aber auch so könnt ihr natürlich gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Ich lese die immer gerne und beantworte die auch immer sehr gerne. Und dann wünsche ich euch einen tollen Nachmittag. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.